Guten Morgen. Ja, ausgeschlafen. Frisch bin ich noch nicht, aber das ist egal. Ja, es ist vom Wetter her grau und bedeckt, aber trocken. Von da an werde ich wahrscheinlich irgendwas draußen machen. Nachher. Was ich auf jeden Fall heute machen will, ist duschen. Nein, besser baden. Ja. Und ansonsten, ja. Ich habe eben schon die neue Folge Star Trek auf Netflix geguckt. Es ist ja Montag bei mir. Ja. So langsam komme ich rein in die Serie. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und wie lange sie das hinziehen. Also ich meine, wenn sie die erste Staffel durch haben, dann wird es ewig dauern, bis eine zweite Staffel kommt. Und, ich weiß nicht, ob ich so lange da bei der Stange bleibe. Aber wird man dann sehen. Ja. Ich will heute auch noch ein bisschen zocken. Was will ich denn noch? Nachher wieder arbeiten gehen. Yeah. So ist es. Na gut, machen wir mal weiter. Jetzt habe ich das Video gleich fertig. Für heute. Ja. Und dann gehe ich in die Wanne. Ja. Der erste Tag, so nach der Nachtschicht, ist immer so ein bisschen schwammig. Also, da komme ich nicht wirklich in die Gänge, auch wenn ich das gerne würde. Aber dafür habe ich eine sehr, sehr interessante Dokumentation gesehen jetzt über Roh. Ja, werde ich mir gleich auch in der Wanne weiter angucken. Ja, gut. Dann erstmal entspannen. Was haben wir denn? Oh, Tag ist fast rum. Ich muss mir diese Woche ganz, ganz extrem Gedanken machen um den Auftritt am Samstag. Sprich, ich muss mir überlegen, was ich da spielen will und ich muss die Lieder natürlich auch üben, weil ich ja einfach ganz lange nicht gespielt habe. Von daher werde ich jetzt üben müssen. Ja, Programm für 40 Minuten. Ja, ich schätze mal, das werden so 12 Lieder sein oder so. Und die werde ich mir diese Woche drauf schaffen müssen. Wieder. Man muss tatsächlich seine eigenen Texte wieder lernen. Ist schon abgefahren, wenn man das mal so ein Dreivierteljahr lang nicht gemacht hat. Und ich habe es wirklich ein Dreivierteljahr gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich überhaupt nicht Gitarre gespielt und meine eigenen Lieder schon mal gar nicht. Ja, ist schon extrem. Aber ich freue mich jetzt auf Samstag und will natürlich da auch gut vorbereitet reingehen. Und dann gehe ich jetzt in die Wanne und dann werde ich mir meine Songauswahl zurechtlegen für Samstag. Bei mir läuft schon das Badewasser ein. Und da. Ja, und dann werde ich es mir gleich gemütlich machen. Was, ja. Ah, ich hatte gerade wieder auf dem Handy so eine schöne Nummer, die mich anruft, irgendwie zweimal klingeln lassen, dann aufgelegt. Wenn du dann die Nummern irgendwie mal googelst, was da los ist, wer das ist, dann kommst du immer auf Seiten mit irgendwelchen Leuten, die sich über die Nummer beschweren. Naja, gleich erstmal blockiert die Nummer, dann kann sowas nicht mehr passieren. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, so Nummern nie zurückzurufen. Niemals. Ja, gut, soweit. Ich mach's mir jetzt in der Wanne bequem und passt auch auf eure Anrufe auf. Ich bin jetzt aus der Wanne raus und jetzt schauen wir mal. Ich werde mich jetzt mal meine Gitarre widmen. Ups, Entschuldigung. Warum mache ich die denn jetzt am besten auf? Am besten hier, wo ich bin. Kann es auch echt übertreiben mit diesen ganzen Schlössern an dem Koffer. Na gut, schauen wir mal rein.
gute Stück mal wieder ausgepackt. Gerade mal gestimmt, weil die hat natürlich nicht mehr gepasst. Nach 8, 9 Monaten im Koffer? Nein. So, und jetzt, wie gesagt, ich werde mal ein bisschen üben und mir dann gleich mal eine Liste zurechtschreiben. Ja, wollen mal sehen, was dabei rauskommt. Ich habe gerade ein bisschen geübt, aber oh, ich weiß gar nicht, nee, sieht man nicht, aber oh, ich habe schon wieder tierisch die Finger eingekerbt, einfach weil ich keine Hornhaut mehr habe. Es bleibt mir nichts anderes übrig, ich werde weiter üben müssen, ne? Weil die Hornhaut muss drauf bis Samstag. Boah, mir tun die Flossen weh. Boah, halbe Stunde Gitarre gespielt. Aua. Ja, das werde ich die Woche durchziehen müssen, damit ich dann am Samstag 40 Minuten schaffe. Ich werde mich jetzt, glaube ich, noch mal kurz auf die Couch legen. Ich muss ja nachher noch arbeiten. Ist total scheiße eigentlich, so ein Rhythmus. Es kann auch auf Dauer nicht gesund sein. Also ich bin schon seit längerem drauf und dran, da irgendwie was zu ändern. Also ich möchte aus dieser Schichtarbeit raus und möchte irgendwie eine vernünftige Tagesschicht haben. Ist bei uns im Betrieb halt nur leider ein bisschen schwierig. Zwecks der Stellen, die halt fehlen. Aber trotzdem, wenn wieder eine Stelle da ist, werde ich mich auf jeden Fall wieder bewerben. Auf jeden Fall. Ach ja, so, man sieht es im Hintergrund. Ich habe gerade noch weiter an der römischen Dokumentation geschaut. Aber ich muss jetzt zur Arbeit. Ich habe gerade schon meine Tasche gepackt. Ist alles nichts. Gut, dann wollen wir mal. Dann bin ich auch schon wieder angekommen auf der Arbeit. Ja, jetzt liegen knackige 8 Stunden vor mir. Ja, aber es ist eigentlich nachts halb so wild, also es vergeht recht zügig und ja, solange man zu tun hat, wird man noch nicht müde, sage ich immer. Ja, hoffen wir, dass ich zu tun habe. Nein, wird schon sein. Wir haben jede Menge Aufträge. So, gut. Ich weiß gar nicht. Soll ich mich nachher nochmal melden? Ja, ich glaube, ich melde mich entweder in der Pause oder morgen früh, wenn ich Feierabend habe, wieder. Für euch nur ein kleiner Schnitt, für mich 8 Stunden Arbeit. Ja, gut, dann fahre ich mal nach Hause. Habe ich mir verdient. So, ja, zu Hause angekommen und ja, jetzt werde ich auch quasi direkt ins Bett gehen. Alexa, Schlafzimmer an. Okay. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Alexa, Raum aus. So. Dunkel, dunkel, dunkel. Macht aber nichts. Ihr braucht ihr gar nichts sehen. Ich gehe jetzt ins Bett. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Daily Vlog. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das nicht getan habt. Hier unten gibt es noch ein tolles Video. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lasst. Bis morgen!